Gut. Oh Gott, wie fängt man sowas an? Egal, ich fange jetzt einfach an. Hallo? Hallo, ich bin die Sarah Alegria. Ich bin 18 Jahre alt und, ach, wieso sage ich 18 Jahre alt? Das ist doch kein Bewerbungsvideo. Hallo, ich bin die Sarah und willkommen auf meinem Kanal. Hallo, ich bin Sarah Alegria und willkommen auf meinem Kanal. Ich weiß jetzt nicht, wie du auf diesem Kanal gelandet bist. Wahrscheinlich kennst du mich durch Instagram oder wir kennen uns persönlich oder so. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du hier bist und hoffe, du schaltest es nicht ab. Warum fange ich jetzt mit YouTube an? Ich wollte eigentlich schon ewig YouTube machen, also schon irgendwie mit 12 oder so. Ich bin aber ehrlich gesagt froh, dass ich damals nicht angefangen habe, weil die Videos wären echt, glaube ich, ein bisschen peinlich gewesen so. Aber egal. Ja, jetzt sitze ich hier. Meine Freundin Shalina vom Kanal Shalina Chantal hat mir ein bisschen Tritt in den Hintern gegeben, dass ich jetzt noch endlich anfange, weil ich es ja, wie gesagt, schon ewig machen wollte. Deswegen schaut gerne mal bei ihr vorbei. Ich wollte ursprünglich, dass sich der Kanal nur um ein ganz bestimmtes Thema dreht. Aber da das jetzt alles gerade ein bisschen schwierig ist mit Corona und so, habe ich einfach beschlossen, ich mache jetzt einfach einen allgemeinen YouTube-Kanal. Ja, und zwar wäre ich jetzt eigentlich ab November auf einem Kreuzfahrtschiff tätig, als Scout nennt sich das, und würde dort eben arbeiten und wollte eigentlich echt gerne Videos darüber machen. Also erst halt über die Anfangszeit, wie ich alles packe und wie es dann losgeht und eben soweit es geht auch auf dem Schiff selber und dann halt im Nachhinein und einfach darüber berichten, weil ich das richtig cool finde und ich selber, als ich mich eben beworben habe, total viel im Internet geschaut habe nach Videos und so und ich habe echt wenig gefunden zu dem Thema. Also meistens dann halt wirklich nur von Amis oder so, die halt dann von amerikanischen Reedereien gesprochen haben und das ist ja schon nochmal ein bisschen anders. Deswegen wollte ich es echt unbedingt machen. Wirklich mega interessant, also egal ob man jetzt selber auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten möchte oder nicht. Ja, jetzt gerade ist natürlich schwierig, weil ich möchte jetzt nicht über ein Thema reden, was halt jetzt total unsicher ist. Also ich wäre jetzt, wie gesagt, im November aufgestiegen, aber ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt ist. Wegen Corona kommt nochmal eine zweite Welle. Ich würde es jetzt so aufteilen, dass ich eben eine Reihe dazu mache. Ich wollte halt ursprünglich den ganzen Kanal Sarah Across the Seven Seas nennen. Dazu habe ich mir nämlich auch extra einen Instagram-Account gemacht, dass ich halt da einfach übers Schiff poste. Aber ja, dadurch, dass das jetzt alles unsicher ist, dachte ich mir, mache ich einfach eine Playlist auf und nenne diese Reihe eben Sarah Across the Seven Seas und werde dazu halt auch trotzdem Videos machen, aber es werden nicht nur Videos dazu kommen. Ich finde auf meinem Kanal eh schon so kleine Videos, die so einfach nur 4 bis 8 Minuten gehen, von so Clips eben von Reisen, die ich immer zusammengeschnitten habe, weil mir das total viel Spaß macht immer. Genau, in Zukunft will ich natürlich auch dann so Vlogs drehen von Reisen. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust darauf. Hauptsächlich werden natürlich insgesamt Videos zum Thema Reisen kommen. Ich bin auch gelernte Tourismuskauffrau, also kenne ich mich auch ein bisschen wirklich aus. Ja, und ich war eben auch schon selber für mein Alter eigentlich an recht vielen Orten auf der Welt. Noch ein paar andere Videos, vielleicht auch mal allgemeine Vlogs, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich lasse mich einfach mal treiben und schaue, was so passiert. Ich habe auf jeden Fall echt ein paar echt coole Ideen, also würde mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Ich plane jetzt erstmal Videos jeden Donnerstag hochzuladen und dann je nachdem, wie sich der Spaßfaktor entwickelt, wie es läuft, wie mein zeitliches Dings läuft. Wie gesagt, ich weiß nicht, ab wann ich endlich aufs Schiff kann und auch sonst, wie es alles so weitergeht mit Corona und allem. Deswegen, wie gesagt, über ein Abo würde ich mich sehr, sehr doll freuen. Wenn du nicht über Instagram auf dieses Video gekommen bist, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du bei meinem Instagram-Account vorbeischaust. Ich heiße da Sarah X Alegria und mein Kreuzfahrtschiff-Account, der jetzt aber noch nicht benutzt wird, der heißt Sarah Across the Seven Seas. Ich sitze gerade hier einfach so beim Schneiden und merke so, Sarah, du hast dich nicht von den Leuten verabschiedet. Also, ciao! Okay, das war absolute Cringe. Ja, okay.
Sonst noch irgendwas? Will ich sonst noch irgendwas erzählen?